Oh, heute, was geht ab, Leute? Hier mit am Start, John. Was geht? Mia und Tati. Heute gibt's exklusiven Capital Bra Eistee. Mit dazu fürs Ambiente. Die Pizza ist schon länger am Start, aber wir selber haben sie noch nicht getestet. Und was gibt's noch, Tati? Bra, heute Pizza. Wir machen eine Reispfanne. Jetzt nicht um das Reispfanne nach dem Rezept hier, kann sie da auch gut sein. Aber mit seinen Gewürzen, ja. Bio. Kuss geht raus, Unge. Ja, Mann. Du hast schon ein bisschen was vorbereitet. Schritt 1, was war Schritt 1 für die Zuschauer? Schritt 1. Ich habe jetzt ein bisschen mal Knoblauch hier in Öl, mal kurz zum Garen, damit er nicht roh ist. Ja. Weil ich mache noch ein bisschen einen kleinen Quark, nicht Quark, so eine Art Tzatziki mache ich dazu. Und mit keinem rohen Knoblauch. In der Marinade, weil ich habe Hühnchen dazu gemacht. Und jetzt fange ich dann an, das Gemüse zu machen, Topf anzuschmoren. Den machen wir dann in den Ofen rein, so wie ein Pilaf-Reis. Also heißt das, glaube ich, türkisch haben sie damals erfunden. Ja. Und so machen wir das. Mal schauen, mal, wie die Gewürze so schmecken. Gänsehaut, Digga! Oh, Gänsehaut! Beste! Oh, schaut euch das an. Mmh. Wie das sich verteilt. Mmh, boah. So. Softig. Mm. Lass mal ein bisschen ziehen jetzt. Nochmal. Seht ihr das nicht? Boah. Aber draufklatschen, komm, klatsch nochmal. Jawohl. Schlag. So. Kuss geht raus, dass sie uns das geschickt haben. Ich habe euch ja mal die Story erzählt. Ich habe mich schon spoilern lassen. Ich habe gestern auf Instagram ein bisschen geschaut, weil das kam ja schon gestern an. Oh mein Gott. Nummern gleich oder gibt es eine Nummer? Oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine Nummer. Da muss es irgendeine Nummer mit Dingen zu tun haben vielleicht. Krass, der Händler. Mit Capital Bra oder ist von ihm? Da musst du Ding fragen. Bargisch, er ist Fan, er wollte aufs Konzert. Was ist dreistellig? Ja, schaut's, Leute. Das ist der exklusive Eistee. Aber wisst ihr, was die gemacht haben? Was für eine geile Idee. Einfach in einem Safe. Und wir kommen da nicht ran. Einfach zu. Ich habe auf Instagram gesehen, ein paar haben es ausprobiert, haben es geschafft. Die haben natürlich den Code nicht gefällt. Und ein paar haben es einfach aufgebrochen. Aber ist halt echt schade drum. Deswegen schauen wir mal. Und das sind sechs Sorten, oder? Sechs Sorten. Und oh Gott, Alter. Die Mütze, richtig saftig. Vielen Dank. Richtig saftig. Soll ich mal vorlesen für euch? Es ist soweit. Der Brattee ist am Start. Und ab dem 22.02. überall erhältlich. Du gehörst zu den Ersten, die den Brattee probieren und ich freue mich brutal auf deine Meinung. Wie du an den Brattee rankommst, check am 13.02. die Instagram-Story oder das Code-Reveal-Highlight von Brattee Official. Hol dir den Code für den Brattee-Tresor. Wenn du es nicht mehr abwarten kannst, dann versuch mal dein Glück am Zahlenschloss. Knack den Code und gönn dir den Brattee, du weißt Bescheid. Capital Bra! Unterschrift. Danke, wir werden es gleich probieren. So. Wir probieren gerade ein paar Codes von den Zuschauern aus dem Livestream. Okay, dann 187. 187. 187, niemals, Mann. Niemals, Mann. So, was ist 187? Der Straßenbahn, der 187. Auch nicht. Auch nicht, dann 030. 030, was ist das denn ein Code, Digga? 030 und... Auch nicht. Nee. Alter! Schreibt in die Kommentare, welchen Code ihr benutzt hättet. Okay, warte. Hier, Schritt 2, was haben wir gemacht, Tati? Schritt 2, ich habe jetzt hier Gemüse geschnitten, in dem Fall Zucchini, Paprika, Karotten, ein paar Zwiebelwürfel, ja. Olivenöl, Butter. Ja. Das schwitze ich jetzt an, dann tue ich ein bisschen Reis mit anschwitzen. Dann habe ich hier eine Brühe, ja, Fertigbrühe, das gieße ich dann auf und dann einmal aufkochen, Deckel drauf und dann kommt es ab in den Ofen und dann wird es für so 20 Minuten geschmort. Und den Zucker. Shisha, guck mal in wäre Richtung. Eigentlich perfekt guck jetzt mal, an. Guck mal in dieser der Packung. Eistee von Kapi. Ist überall aber wir kommen noch nicht ran. Chong arbeitet noch dran. Und dann gönnen wir den uns mit saftiger Shisha. Tati, was geht ab? Was waren so die nächsten Schritte seitdem? Also Reis ist im Ofen. Ja. Ich habe jetzt einen Tzatziki gemacht. Ich mag das immer gerne, so ein Reis mit einem Kleckshülschen irgendwas. Das esse ich halt immer gerne. Das war's. Ich mache jetzt das Hühnchen. Das brate ich dann an. Das kommt auch noch mal kurz in den Ofen dann. Eigentlich recht simpel, oder? Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Richtig. Ja, ja. Also das macht der geht da alles von alleine. Ja. Okay. Und das war's. Ja. Okay. Wir gehen jetzt einfach jede Zahl durch bis 999. Irgendwas muss ja stimmen.
Schau, mach das schon. Frank, wo bist du schon? Bist du schon bei 100? Nein, Mann. Besser 85. Fleisch angebraten. Genau, Fleisch angebraten. Jetzt noch mal ein bisschen was von der Marinade einfach hier oben drauf. Ja. Und dann ab in den Ofen damit. Oh, yes. Wie weit bist du schon, John? 730. 730 und ist noch nicht... Oh mein Gott. Ja, und was ist, wenn es gar nicht ist? Es muss gehen. Ich finde es schon irgendwie merkwürdig gerade. Es muss gehen, Mann. Oder die haben sich eine Zahl ausgesucht, die relativ weit hinten ist, oder? Weil sie genau wussten, dass die Leute dann von 0 auf 199 hochgehen. Ja? Hätten von oben runtergehen sollen. Die Schlawiner, Alter. Gibt sich auf. Wir schaffen das. Code Ender, Leute. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. John hat's geschafft. Ich hab's geschafft, Mann. Zahlencode ist... Piep. Okay, das machen wir gleich auf, später. Aber er hat's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt kann ich dir erstmal eine Shisha, Alter. Gönn dir, gönn dir. Und dann gleich so ein geilen Eistee, Mann. Danke, der Kapital. Danke. Chat, ihr könnt immer noch raten. Kommt nur John weiß es. Jungs, Eistee geht beim Essen, Alter. Nicht jetzt, Mann. Update. Fleisch richtig saftig geworden. Echt lecker. Wie lange war das ungefähr im Ofen? Das war jetzt 15 Minuten, 20 Minuten maximal. Bei 100, ja, 170 Grad vielleicht. Aber schaut es mal an hier, Alter. Das ist richtig perfekt, Mann. Alter, das ist geil. Schöne Marinade. Ja, Mann, die ist echt krass. Zwar warten wir noch auf den Reis und dann... Und dann essen wir die Vorspeise, Alter. Wir haben das Fleisch schon probiert, Leute, richtig saftig. So, ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, wir tun noch Eis in den Kühlschrank, oder? Ja. Da tust du doch gleich in den Tiefkühler, oder? Saftig, saftig, saftig! So, schauen wir mal. Tati meinte, der Reis nicht so saftig. Ja, jetzt. Oh, tschüss. Lass du bitte nicht auf dem Sofa. Ja, geht schon. Ist sie bitte nicht auf dem Sofa, hab ich gesagt. So, probieren wir mal. So, saftig. Einfach Reis mit der Gewürzmischung. Komm mal her. Ja. Boah, ich hab voll Maßen. Okay, heftig, das gleich. Das ist schon gut gewürzt. Der Reis? Ja. Der Reis ist super. Marinade. Also, der Reis, also die Gewürzmischung ist echt gut. Ist auch alles biologisch. Machst du mal die Reisfahne, wie es da draufsteht bei auf der Verpackung. Nach Rezept. Der Stand bei mir ist gerade so. Wir werden jetzt uns einen anmieten, erst einmal, und werden wahrscheinlich ab 1. April mal jetzt loslegen. Okay, ja? Das hat gar nichts mit Ding zu tun, mit Unges Ding, aber das ist das Klasse. genau, ab 1. April wollen wir starten. Wir suchen jetzt schon Standplätze, wo wir uns halt hinstellen dürfen, wo nicht, und. Das Konzept geht eher, wir wollen... Ja, wie soll ich sagen? So Art, wir machen Art Sandwiches, aber eher so in Semmelform. Also jetzt nicht Döner oder sowas, sondern eine Semmel. Ja. Auch mit verschiedenen Füllungen, vegan, vegetarisch, Fleisch natürlich. Eventuell machen wir dazu noch eine Pastaschiene, so ein bisschen Pastaverkauf. Und halt mittags immer gucken, wo wir halt dann stehen können und verkaufen können, weil das sind halt die Sachen, die halt wirklich am besten gehen. Und dann, ja, schauen wir mal. Und dann wollen wir uns im Grunde, wenn es wirklich läuft oder wenn es klappt, wollen wir uns einen selber bauen auf jeden Fall. Ja, aber die sind halt relativ teuer. Aber die sind richtig krass. Also dann auf jeden Fall. Also eigentlich würde ich noch eine Portion essen, aber wir haben noch was auf Lager. Deswegen erstmal spannend. Ja, bleibt spannend. Ja, Killer will ich echt. Ja, weil ich bin der Meinung, achso. Ist das Ding, oder? Fazit-Time. Fazit-Time. Ja.
Es war lecker. Also die Gewürzmischung von Unge ist gut, wirklich gut. Kann man empfehlen. Ist biologisch, also bio. Finde ich schon gut. Hat geschmeckt. Ich habe es leider jetzt nicht so toll hinbekommen, wie ich es eigentlich haben wollte vom Reis her. Aber ich fand es gut. Also kann ich empfehlen auf jeden Fall. Ja. Mr. Motivated. Ich schwör's euch, Jungs, das war krass. Kein Spaß. Also Gewürze waren echt gut von Unge. Ja, nicht schlecht. Ernsthaft, ja. Aber ich glaube, das Saftigste war diese Marinade. Alter. Ja, die war echt krank, Mann. Die war echt göttlich einfach. Die war echt krass. Das war echt ein Schokogeki wert, Mann. Und Tzatziki ist auch nicht schlecht, ja. Man spürt, dass es nicht so sauer ist wie ein normaler Joghurt, weil es Naturjoghurt ist. Oder was? Naturjoghurt? Ja, weil und es ist meistens ja, und fettiger und deswegen hat ein bisschen Öl noch Honig reingetan, deswegen war schon geil. Ansonsten Fazit, dann hat Erbsen haben gefehlt. Wir hätten es wie auf der Verpackung machen sollen, mit Erbsen, oder Jungs, mit Erbsen. Ja, hätten wir echt machen sollen. Ja, auf jeden Fall kann man echt empfehlen. Wir müssen jetzt noch mehr testen. Okay, Nachspeise, Kapis Pizza. Kapis Pizza, Alter. Aber schon gute Salami-Verteilung, also da wurde nicht gespart. Auf jeden Fall, Alter. Also ich sehe, dass die auf jeden Fall relativ dick ist, ja. Vom Teig her, wenn man jetzt mal vergleicht so, keine Ahnung, mit so, also esst ihr so viel Tee, der kennt sich doch aus hier. Warum schaust du mich an? Der ist Single, Alter. Ja, ich muss das erst mal probieren. Was kaufst du mal für Pizzen? Keine Ahnung, einfach Pennymann, Gemüse. Aber schau mal, die sind auch viel dicker, gell, vom Boden jetzt, oder? Ja, die waren vom Preis ja auch mächtig, Mann. Wie meinst du? Ja, was schätzt ihr? Kostet bestimmt 3,50 oder so. Also was kostet denn meine Pizza? Vielleicht 2 Euro oder so? 2 Euro, aber für 3 Stück. Und ich glaube, eine kostet schon 3,50 oder 4. Die hat 3,99 gekostet. Ja, okay, 4 Euro, echt viel, Mann. Aber der Belag ist schon gut, Mann. Ja, Salami sieht gut aus, Mann. Da kann man nichts sagen. Salami sieht echt gut aus. Ja, haben wir ja gerade gesagt. Da kann man nichts sagen. Belag schaut gut aus, ja. Das ist schon mal die erste. Die schmeiße ich mal hier oben rein. Machen wir gleich mal die zweite rein. Das ist Tuna. Da bin ich gespannt. Weil viele, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Thunfischpizza bestellst bei einem Italiener, die backen sie ja nicht mit, sondern die hauen sie rein, dann ist das Ding und dann machen sie Thunfisch dann oben drauf auf den warmen Belag und dann ist es halt im Grunde fertig. Ja. Also optisch gesehen ist es halt schon jetzt erst einmal. Also Optik will ich dir jetzt mal keine volle Punktzahl geben, ganz ehrlich. Ja. Aber hier, Kirschtomaten, finde ich schon mal gut. Kirschtomaten immer gut. Zwiebeln, Thunfisch, Käse, weiße Soße. Schauen wir mal. Und die tun wir mal da unten rein.